Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute ein Käsekuchen-Dessert im Glas. Ich bin ein riesiger Käsekuchen-Fan und daher habe ich mir gedacht, müssen wir unbedingt mal ein Dessert dazu machen. Also das Dessert schmeckt wirklich wie Käsekuchen, denn die Creme ist halt total toll und natürlich auch dabei. Dann haben wir einen tollen Krümelboden und halt auch Mandarinen. Also wirklich fruchtig, lecker und halt Käsekuchen-like. Bleibt dabei! Wir benötigen 120 Gramm Vollkornbutterkekse, 200 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm Naturjoghurt, da habe ich jetzt 1,5% Fett, eine kleine Dose Mandarinen, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 250 Gramm Quark, da habe ich jetzt 20%. Als erstes kommen jetzt die Butterkekse in den Mixtopf und die zerkleinern wir jetzt. Also einmal den Deckel aufsetzen. 4 Sekunden auf Stufe 5. So. Die können wir jetzt einmal umfüllen. Dann werde ich jetzt einmal kurz den Mixtopf etwas säubern und dann schlagen wir die Sahne steif. So, mein Mixtopf ist jetzt sauber. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn man die Sahne schlägt. Die gebe ich jetzt rein. Denn sonst bekommt ihr die Sahne nicht richtig steif geschlagen. Dann setzen wir einmal den Schmetterling ein. Und jetzt schlagen wir die Sahne auf Stufe 3 steif. So, meine Sahne ist jetzt steif geschlagen. Also sieht jetzt ungefähr knapp eine Minute hat das gedauert. Dann können wir einmal den Schmetterling entfernen. Und jetzt kommt einmal Naturjoghurt dazu. Zucker. Vanillezucker. Und auch der Quark. Jetzt können wir die Masse einmal aufschlagen. Und zwar 20 Sekunden auf Stufe 5. So ist die Creme jetzt auch schon fertig und wir können jetzt mit dem Schichten beginnen. So, ich habe mir jetzt hier schon mal 4 Dessertgläser aufgestellt und die beginnen wir jetzt zu schichten. Und zwar fangen wir mit den Keksbröseln an. Die kommen ganz unten ins Glas. Darauf kommt dann jetzt die Joghurtcreme. Darauf kommen dann die Mandarinen. Darauf kommt dann wieder Joghurt. Darauf wieder ein paar Keksbrösel. Und jeweils drauf oben noch eine Mandarine. So, das Dessert ist jetzt auch schon fertig. Ihr solltet es auf jeden Fall noch für ca. 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, denn dann zieht es noch einmal ein bisschen durch und die Creme wird noch etwas fester. Also man kann es auch super am nächsten Tag essen, also auch mal gut vorbereiten. Total toll, ihr müsst es unbedingt nachmachen. Schön fruchtig und mit den Mandarinen da drin. Super. Also ihr könnt, ich habe es jetzt natürlich für 4 Personen gemacht, ihr könnt es aber auch für 6 Personen oder 8 Personen, je nach Größe der Dessertgläser machen, denn für 4 Personen ist es halt auch echt schon eine große Portion.
Ja, deshalb würde ich es, glaube ich, beim nächsten Mal eher für 6 oder 8 Personen machen. Das reicht auf jeden Fall. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Dessert nachmacht und wir uns am nächsten Sonntag wiedersehen. Bis dann. Tschüss.